7-Punkte-Teilung gegen den Tabellenführer in der Britta Arena. Einen Punkt gewonnen oder 2 Punkte verloren? Je nachdem, das muss jeder für sich selber entscheiden. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich kann mich über den Punkt nicht freuen, weil ich eigentlich andere Ziele habe und in die Spitzengruppe möchte. Deshalb, die Frage müssten Sie oder müsstest du jedem Einzelnen stellen, ob das 2 verlorene Punkte oder 1 gewonnener Punkt ist. Jetzt gerade stelle ich sie dir, also für dich sind es also eher 2 verlorene. Woran machst du das fest? Weil ich glaube nicht, dass wir mit den ersten 60 Minuten zufrieden sein können. Ich möchte niemandem den Willen absprechen. Ich glaube, dass jeder wollte und dass jeder auch immer alles gibt. Aber was wir vom Zweikampfverhalten, was wir von der Körpersprache her erste Halbzeit gemacht haben, bis zur 60. Minute, das geht so nicht. Das geht in der Liga nicht. Und demzufolge wurden wir meiner Meinung nach auch zu Recht bestraft dafür. Und wir sollten langsam wieder auf den Boden der Realität zurückkommen, sollten diese Liga wieder annehmen und aufhören zu denken, wir sind jetzt irgendwelche Zauberer oder Künstler oder wir können hier mit Hackespitzen. Nein, wir müssen kämpfen, laufen, machen und tun, um die Punkte zu holen. Die ersten Punkte gegen Jena oder auch gegen Unterhaching, die waren alle hart erarbeitet und daran müssen wir zurück. Und das hat heute einfach die ersten 60 Minuten gefehlt. Was wir danach gemacht haben, war wieder der SVW in Wiesbaden, wie wir ihn aus den ersten 5 Spielen kennen. Wir haben den Gegner an die Wand gespielt, wir haben endlich mal wieder Fußball gespielt, wir haben nie aufgehört daran zu glauben, doch noch ein Tor zu machen, auch wenn ich glaube, ohne den Elfmeter wäre es halt schwer geworden. Klare Worte. Dankeschön, Steven. Bitte.